Ja, hallo, lieber Michael, hallo, liebe Leute. Heute sprechen wir mal an, komm ein bisschen näher hier. Ich weiß nicht, ist okay. Also nochmal, okay, cut. Ja, hallo, liebe Leute. Hallo, lieber Michael, heute sprechen wir mal an die verflixten 7, ja, also 7 Punkte, die Jungunternehmer, IT-Gründer, Freelancer, Leute, die noch angestellt sind, oder Solopreneure scheitern lassen, letztendlich eine vernünftige, echte Firma aufzubauen, bedeutet, du hast natürlich Mitarbeiter, das ist das, was ein Unternehmer von einem Freelancer unterscheidet. Ja, also es gibt, ich glaube, Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen von Freelancern in Deutschland, aber es gibt eben nur einen ganz kleinen Bruchteil davon, die es dann geschafft haben, eben zu skalieren. Und das bedeutet im Klartext, du brauchst auf irgendeine Art und Weise immer Mitarbeiter. Ja, selbst wenn du dich dazu entscheiden solltest, wie wir in unserem Skalierungstraining, das verlinken wir dir auch nochmal gerne, ja, ausführlich auch beibringen Leuten, ist, dass letztendlich du hast diese zwei, eigentlich gibt es drei Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass du Paketformen anwendest, die du im Markt platzierst. Das heißt, dass du dein eigenes Produkt hast, dass du deine Entwickler hast, das heißt, also letztendlich und dann noch Schulungen machst und so weiter, aber ganz am Anfang sollst du dich auf eine Sache konzentrieren, da Cashflow aufbauen und dann kannst du natürlich wachsen und größere Dienstleister haben immer ein größeren Potpourri häufig, ja, und so weiter. Aber ganz am Anfang ist wichtig, dass du dich darauf konzentrierst. Und viele wissen, okay, ich entscheide mich jetzt entweder für Commodity, das heißt, ich verkaufe arbitragiert, ja, andere, also Dienstleistungen im Sinne von, ja, ich stelle Leute ein und verkaufe die eben weiter, ja, im Sinne von eines Dienstleisters. Die andere Möglichkeit wäre, ein Produkt zu erstellen, aber auch da brauchst du dann Leute, ne, die im Support helfen, was auch immer, in der Entwicklung und so weiter. Ist meiner Meinung nach auch das viel, viel fortgeschrittenere Modell. Ne, und da gibt es auch viele Träumer, die meinen, okay, sie bauen jetzt das neue SaaS-Tool, ja, revolutionieren die Welt oder lösen Microsoft ab oder irgendwie sowas. Und dann gibt es natürlich noch das andere, dass du quasi auf die Coaching-Schiene gehst, also das Schulen und so weiter. Und aber ich will mal sagen, da kommst du auch erst wirklich, wirst du auch erst richtig wahrgenommen beziehungsweise akzeptiert im Markt oder für voll genommen oder hast auch erst wirklich Credibility, wenn du schon die anderen beiden Dinge mal zumindest ein paar Mal gemacht hast oder bis zum gewissen Grad erfolgreich geschafft hast. Das heißt, es bleiben dann letztendlich nur zwei Dinge übrig, entweder über Commodity, also über andere Leute. Du musst also Leute einstellen und da gibt es eben bestimmte Herausforderungen, wenn du die Leute in Deutschland einstellen möchtest oder Österreich oder Schweiz. Beziehungsweise wenn du das Nearshoring oder Offshoring in Betracht ziehst, auch selbst dann brauchst du auch erstmal Leute sozusagen in Deutschland und all diese Themen in unserem Skalierungs-Consulting-Training ausführlichst beschrieben. Aber hier nochmal sozusagen als Aufwärmer, dieses Video werden wir auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen, ziehen wir jetzt mal drei Faktoren raus. Ja, also wir nehmen jetzt mal einen Überpunkt von diesen verflixten 7 Faktoren, wo einfach die wirklich 90% oder mehr sogar scheitern. Das ist auch statistisch belegt. Und das ist letztendlich der Faktor Kosten per Head. Da habe ich ja gestern schon mal auch ein Video gemacht. Hier hinten ist noch das sozusagen. Und da haben wir jetzt immer nochmal unseren Chefentwickler und von der GNP Soft und Geschäftsführer mit einschlägigen Erfahrungen diesbezüglich. Und da holen wir uns also heute nochmal die Meinung ab vom Michael. Und zwar letztendlich grundsätzlich der erste Punkt von diesem Faktor Cost per Head, also ist letztendlich Kapital generell, das Unterschätzen des Kapitals, welches nötig ist, um überhaupt die erste Person einzustellen. Oder vielleicht brauche ich sogar zwei oder drei. Ja? Und da haben halt viele, und es ist auch total verständlich, Leute, die halt irgendwie Freelancer waren und irgendwie es sogar geschafft haben, irgendwie 10.000 im Monat zu verdienen oder 15, und davon sehr gut leben konnten, sogar vielleicht ihre ganze Familie ernähren und so weiter und so weiter. Ja. Und sobald du dann aber sagst, okay, ich will jetzt eine GmbH machen, ich will jetzt Leute einstellen und so weiter, sind plötzlich 10 bis 15.000 im Monat so gut wie nichts mehr wert. Also das werden wir hier ganz kurz mal ansprechen. Ich nehme jetzt nur ganz kurz das ganze Video quasi
vorweg, also quasi ich beschreibe es nur. Dann das andere ist letztendlich das Thema grundsätzlich die Kapitalausstattung. Das zweite ist Time to Cash versus Time to Invoice. Ja. Das dritte ist dann Head, was habe ich mir notiert? Was habe ich da gesehen? Time to Invoice, Time to Online. Ja, okay, das passt. Okay, alles klar, gut. Okay, vielleicht mal einen Schritt zurück, warum dieses Thema mit Skalierung über angestellte Entwickler in Deutschland halt eine gewisse Attraktivität hat. Trotz den ganzen Kostennachteilen, wo wir gleich drauf kommen. Aber als Anbieter habe ich natürlich da den Vorteil, dass es, wenn ich aus dem Freelancing komme, wenn ich schon für Firmen als Freelancer unterwegs bin, habe ich da ein Geschäftsmodell, wo ich mich eigentlich recht gut auskenne und wo ich erfolgreich drin bin. Und eigentlich eine ganz gute Voraussetzung für eine Skalierung ist ja, dass ich ein Modell habe, was funktioniert im Kleinen und ich das dann verdopple, dann habe ich letztendlich den doppelten Gewinn. Wenn ich vorher im Gewinn war, habe ich dann den doppelten Gewinn. Also insofern ist das schon nicht eine grundsätzlich falsche Herangehensweise. Ja. Das ist eigentlich noch die einfachste, oder? Von der Komplexität her. Ja, also zumindest relativ risikoarm im Endeffekt. Also man hat trotzdem ein Risiko, komme ich gleich noch dazu. Aber es ist jetzt nicht so wie bei einer Produktentwicklung, wo ich erstmal das Produkt entwickle und den Markt testen muss, bevor ich dann überhaupt vielleicht mal ein bisschen Geld rausbekomme. Sondern ich habe einen relativ guten, schnellen, binären Switch ein oder aus, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Trotzdem da halt, du hast es angesprochen schon, die Kosten pro Monat. Oder fangen wir noch einen Schritt vorher an, überhaupt mal einen entsprechenden Entwickler zu finden und den dann in ein Projekt reinzukriegen. Ja. Finden ist ja schon mal ein Problem. Ja, kann ich mich selber drum kümmern, ich kann selber Jobanzeigen schalten, ich kann das auch auslagern, wenn man jetzt erstmal Jobanzeigen nimmt, zahlst du da auf den entsprechenden Jobportalen auch schon eine ganze Stange Geld, hast von es kommt darauf an, was du anbietest und wie du deine Jobanzeigen formulierst, aber es ist, rechne nicht damit, dass die sofort alle Entwickler die Bude einrennen, nur weil du irgendwie Markenkekse und Kicker in deine Stellenanzeige reinschreibst. Das ist irgendwie so ein Standard und da ist es auch sehr, sehr schwer, gerade sich als kleiner Unternehmer wirklich so abzuheben und einen Kandidaten zu überzeugen, zu dir in eine Festanstellung zu wechseln, wenn du ein Freelancer aktuell noch bist, ist halt auch nicht ganz so einfach. Also da, wenn dann jemand irgendwie schon Familie und Kind hat, der wird da einfach das Risiko auch ein Stück weit scheuen. Also da ist halt einfach auch der Faktor, dass du dir da bewusst sein musst, dass rein über, wenn du dich selber darum kümmerst, um diese Jobanzeigen, wird es eine ganze Stange Arbeit. Nicht umsonst können halt Jobvermittler ca. 30% vom Jahresbrutto halt verlangen, weil es einfach ja ein gewisser Aufwand ist und dann musst du eben damit rechnen, dass du mit den Kandidaten halt redest und halt irgendwie 5, 6, 7 Kandidaten hast, die halt irgendwie nicht passen oder die dann auch auf der anderen Seite sagen, nö, passt mir nicht. Also da gehört schon Überzeugungsarbeit dazu und dann musst du halt damit rechnen, die sind jetzt ja nicht 6 Kandidaten innerhalb von einer Woche, sondern es zieht sich halt dann wahrscheinlich über so ein paar Monate hin, die Suche. Und da musst du mit rechnen, dass die Kandidaten unter Umständen, wenn dann einer doch irgendwann mal Ja sagt, auch eine Kündigungsfrist von einem Viertel bis einem halben Jahr haben. Das heißt, du kannst dann frühestens nach einem halben, dreiviertel Jahr, mal damit rechnen, dass du einen Kandidaten hast, der dann zu dir passt und der dann zu dir kommt. So. Ja, klar. Also was auch viele unterschätzen, was ich auch selber unterschätzt habe, und die Erfahrung habe ich zum Beispiel auch ganz massiv in den letzten 12 Monaten gemacht, als ich auch ganz massiv Teambuilding betrieben habe, für mich selber und auch für Kunden, ist der Aufwand der Erstgespräche bezüglich Recruiting. Also man sagt ja immer so, das sind diese zwei Dinge, letztendlich, wenn du die beherrschst, dann kannst du skalieren. Das ist eine Kundengewinnung, das andere ist Mitarbeitergewinnung. Und ich würde fast sagen, und auch durchaus vergleichbar, Kaltakquise mit mehr oder weniger Erstgesprächen, also was Recruiting betrifft. Ich würde fast sagen, vielleicht ist mir jetzt auch nur so vorgekommen, weil ich vielleicht irgendwie 30.000 Kaltakquise-Gespräche habe bezüglich Neukundengewinnung und vielleicht ein paar weniger bezüglich Mitarbeitergewinnung. Aber es war fast anstrengender. Also letztendlich, du hast dann, wenn du massiv schaltest, hast du dann irgendwann mal 200, 300 oder vielleicht 400 Lebensläufe und bei vielen Lebensläufen, die sind nicht so optimal gestaltet und insbesondere, wenn sie dann, sagen wir mal, jetzt von nicht traditionell
nicht in Ländern geschrieben sind, dann sind die teilweise, die könnten top sein, du weißt es aber nicht, weil einfach so wenig Inhalt ist in dem Lebenslauf, dass du quasi fast gezwungen bist, und ich hatte dann teilweise wirklich gute Leute, aber du bist fast gezwungen, das erste First Interview zu machen, ja, sei es jetzt per Telefon oder auch per Zoom. Und das dauert dann, selbst wenn du da, sagen wir mal, jetzt 10 Minuten nur ansetzt oder 15, dann dauert es manchmal doch länger, je nachdem welcher Sprache und so weiter. Also wenn du da 3, 4, 5 Interviews am Tag dann hast, dann bist du quasi auch schon mit deiner Energie wieder, sagen wir mal, in gewisser Weise manchmal sogar am Limit. Ja, also es hat mir, muss ich sagen, es zieht fast mehr Energie als wie Neukundengewinnung. Und das unterschätzen halt viele. Und auch wenn du jetzt andere Leute beauftragst, so wie Headhunter, die nehmen dir das auch nicht komplett ab. Und ich weiß es aus einer Mastermind, wo ich jetzt 2 Jahre war, bezüglich, die machen nur Online-Recruiting, Social Media und so weiter. Und dort war ich mehr oder weniger so als Zuhörer, weil ich ja selber kein Social Media-Recruiting anbiete. Aber es war super interessant. Und dort bieten dann letztendlich auch so Agenturen, die sich auf Social Media-Recruiting spezialisiert haben, bieten dann letztendlich auch den nächsten Step noch selber mit an. Das heißt, im übertragenen Sinne, die Neukundengewinnung bieten sie noch mit an. Also die ganzen Leads, die du da zugeschüttet wirst oder Lebensläufe, sondern die Nachqualifizierung. Das heißt, das erste First Interview oder vielleicht sogar den ersten Call und das zweite, was auch immer, wie auch immer die Staffelung ist, so die ersten Interviews. Und du kannst dir eins sicher sein, dass die dafür mindestens eine gute Summe, eine gute 4-stellige Summe mit mittlere im Monat dafür nehmen, das für dich zu tun, je nachdem, wie viele Lebensläufe und Interviews eben nötig sind. Also auch da nicht unterschätzen, was da so an Kostenblöcken auf dich zukommt, allein schon, um einfach Lebensläufe nachzuqualifizieren oder was, wie sagt man jetzt, Applications, Bewerber. Ja. So, das wollte ich jetzt einfach nochmal gesagt haben, weil es einfach super wichtig ist. Ja, also du hast mehr die Erfahrung gemacht, das praktisch selber abzuwickeln. Wir haben mit einer Agentur zusammengearbeitet, die gut ist, oder arbeiten immer noch mit der zusammen, die gut ist in dem Bereich und auch dieses Vorqualifizieren abnimmt. Wie gesagt, du zahlst halt dann tatsächlich dafür, bei uns Gott sei Dank nur, wenn du den Kandidaten dann auch wirklich einstellst. Hast halt aber dann in dem Fall schon einen gut 5-stelligen Betrag dann in deinem, das ist halt immer eine Frage, irgendwann kannst du dir dann einen eigenen HR leisten, der dir das dann auch macht. Bei den Agenturen muss man auch noch irgendwie ein bisschen unterscheiden, da gibt's halt auch welche, wie wir das erste Mal gemacht haben, wir sind halt zu einer großen Agentur hingegangen, haben gesagt, hier, wir suchen jemanden. Man muss sich halt ein bisschen auch in diese Agentur reinversetzen. Die haben vielleicht einen Kunden, das ist ein großer Automobilkonzern, sage ich jetzt einfach mal, und die haben einen Kunden, das bist du. Der Automobilkonzern macht bei denen einen 7-stelligen Umsatz im Jahr, du machst bei denen vielleicht einen 5-stelligen vielleicht. Die werden die Top-Kandidaten, die bei denen sich bewerben, wenn die jetzt nicht explizit sagen, ich suche irgendwas Kleines, werden die jetzt nicht als erstes zu dir schicken, sondern eher vielleicht mal zu dem Kunden, der denen auch wirklich den guten Umsatz bringt, weil also da hatte ich bei manchen Agenturen das Gefühl, da kriegt, dass man halt so den Rest, den sie vorher nicht untergebracht haben, dann noch mitvermittelt kriegt, und dass die guten Kandidaten halt vorher woanders vorgestellt werden. Wie gesagt, außer der Kandidat sagt explizit, er will irgendwas Kleines, Startup-mäßiges machen, dann hast du doch eher eine Chance. Aber wer klammert da einen Automobilkonzern von vornherein schon aus oder einen anderen großen Konzern? Also das ist halt so die Sache. Und also da haben wir jetzt aber eine Agentur, mit der wir, da habe ich das Gefühl, da funktioniert das auch ein Stück weit. Genau, das war eben der Punkt mit dem Recruiting. Wie gesagt, du musst die Vorlaufzeit dir einplanen von dem Jahr, du musst dir die Kosten einplanen, 5-stellig ungefähr. Also, oder du hast eben die, steckst die entsprechende Zeit rein, die dürfte dann aber wahrscheinlich vom Gegenwert auch schon fast wieder so in diesem, im ähnlichen Bereich sein. Also praktisch Opportunitätskosten, ob du jetzt für den Kunden arbeitest und die Zeit in Rechnung stellst oder da halt dem der Vermittler dir das in Rechnung stellt, ist dann 5-stellig für einen Entwickler, oder? Ja, 30% vom Jahresbrutto. Es ist so ein gängiger. Kannst du es mal wiederholen, weil ich mit dem Mikro.
Also fünfstellig, ja, für einen einzelnen Entwickler, also Senior, sagen wir mal jetzt, der auch was kann, wo du jetzt nicht sozusagen auch zum Kunden, für den Kunden tatsächlich verwenden kannst, für ein Projekt, wo du dann letztendlich auch dann die Möglichkeit hast, eben daran zu verdienen. Ja, also wenn du jetzt 3-4 Werkstudenten, das hatte ich auch schon dieses Jahr einen Kunden, der hatte dann 7 Personen insgesamt und nur einen Senior. Ja, und der Rest waren irgendwie so Werkstudenten oder Freelancer oder so ein Potpourri aus Leuten, die noch gar nichts können oder ein bisschen was und so weiter. Und das ist natürlich dann auch viel schwieriger zu verkaufen, weil ja letztendlich jeder Junior oder Werkstudent wieder nur in Kombination mit einem Senior verkauft werden kann. Und wenn nur ein Senior da ist, dann brauchst du einen Freelancer. Das kann funktionieren, gibt es so wieder extra, wir haben ja extra ein Video in unserem Skalierungstraining drüber, wie du mit Freelancern skalierst, Vor- und Nachteile und so weiter. Aber letztendlich, das ist so mittlere fünfstellige Summe oder untere fünfstellige Summe, aber allein nur für Recruiting-Kosten, nur um überhaupt mal einen Senior-Entwickler dann in deiner Firma begrüßen zu dürfen, über den du dann skalieren kannst, dass du, also bis zu dem, in dem Moment hast du noch kein Geld, noch kein Euro mit dem verdient. Ja, also das nochmal hier ganz deutlich. Genau, ja. So, jetzt haben wir es irgendwie geschafft, uns einen Entwickler herzuziehen, den, wo wir eben auch guten Gewissens zum Kunden schicken können. Also das ist eben genau der Punkt, wo du gesagt hast, natürlich, wenn du jetzt dir einen Werkstudenten suchst oder einen Junior oder sowas, da ist es dann günstiger, da kommst du auch leichter an solche Kandidaten vielleicht dran, hast aber halt das Problem, dass du, wenn du damit zum Kunden gehst, im laufenden Projekt massiv mehr involviert bist und da halt auch wieder deine Skalierung, das kannst du auch nur zu einem gewissen Grad machen. Also du kannst vielleicht 2-3 Juniors, würde ich mal sagen, irgendwie aktiv betreuen. Mehr geht halt einfach zeitlich schon nicht. Und dann ist halt diese Skalierung hat halt da auch schon wieder einen Hebel. Und bis ein Junior praktisch zu einem Senior wird, den du dann so weiterschicken kannst, da gehen halt auch ein paar Jahre wahrscheinlich ins Land. Also wir haben beides irgendwie probiert oder wir machen auch beides. Es macht ja auch Sinn, praktisch sich den Nachwuchs ein Stück weit auch selber zu ziehen, aber rein nur die Nachwuchsentwicklung zu machen, dauert halt dann auch wieder zu lange. Also wir haben auch mit Seniors gearbeitet. Und also da sind wir auch happy, dass die auch beim Kunden sind und dem Kunden einen Nutzen bringen können, ohne dass ich da jeweils involviert bin. Also das ist, also ich bin in der Akquise noch dabei und kümmere mich da ein Stück weit drum, aber letztendlich das Fulfillment, die Ausführung vom Projekt, das machen dann die Jungs praktisch für sich und da bin ich auch happy, weil das wirklich entlastet und das dann auch wirklich in diese Skalierung reingeht, wo du ja eigentlich hin willst. Also das funktioniert dann schon. Also es ist halt ein Overhead. Gut, wir haben jetzt erstmal den Entwickler, jetzt brauchen wir ein Projekt dafür. Idealerweise hast du halt irgendwie schon ein Projekt an der Hand, wenn der Entwickler dann kommt. Das ist aber, würde ich jetzt auch nicht so als gegeben ansehen. Also du hast vielleicht Kunden, die dich gefragt haben, ob du denen noch helfen willst. Dann sagst du ja, dann gehst du auf die Suche nach Entwicklern. Gehst du auf die Suche nach Entwicklern, dann dauert es aber ein halbes Jahr und inzwischen ist bei deinem Kunden das Projekt schon wieder durch oder genau, du hast also dieses Balance-Spiel. Die hören mich nicht. Zeitliche Latenz. Ja, in vielerlei Hinsicht ist das ein wichtiger Punkt, auch sozusagen, was du zum Beispiel in Neukundenakquise reinsteckst und wann dann letztendlich der Return Invest kommt, ja, die zeitliche Latenz. Ich habe viele meiner Kunden, von denen ich vor 2-3 Jahren Leads gemacht, also größere Kunden, die machen jetzt Projekte in siebenstelliger Höhe. Das war ursprünglich mal mein Kontakt, den ich, also im Erstkontakt Kaltakquise per Definition, ja, oldschool, traditionelles Kaltakquise, Erstcall, wir kennen uns null. Und heute machen die siebenstellige Umsätze mit denen, große SAP, E-Shop-Projekte, Custom Experience, SAP und so weiter. 2-3 Jahre später arbeiten die noch zusammen und da gehen 2-3 Millionen Euro Beträge jährlich jetzt über die Bühne. Das ist vor 2-3 Jahren ist das entstanden. Ja? Und auch da wieder dieser Faktor zeitliche Latenz, also unfassbar wichtiger Punkt, sorry. Ja, also genau, eigentlich bist du da als Unternehmer immer nur am Rumjonglieren zwischen Ressourcen und zwischen Projekten. Du hast meistens hast du kein Projekt, aber deine Entwickler sitzen rum oder du hast keinen Entwickler, aber hast die Projektanfragen. Also das ist immer genau dieses Spiel. Und
entweder du schaffst es halt, den schon bei einem Bestandskunden irgendwie unterzubringen, deine neue Kraft, oder du machst dich halt auf die Suche nach Neukunden. Das ist halt dann das Problem. Gut, du kannst dann schon anfangen, wenn du, sag mal, einen Entwickler fix hast, dass du dann so langsam auf die Suche gehst. Funktioniert halt auch nur bedingt, weil oft die Kunden halt dann den Entwickler auch kennenlernen wollen. Wenn du dann mit 2-3 Leuten da reingehst, dann wollen die den halt auch schon vorher mal sehen. Dann kommt es irgendwie blöd, wenn du deinen neuen Mitarbeiter schon mal irgendwie vorher fragst, ob der in irgendwelchen Gesprächen damit dabei sein kann, wenn er noch beim alten Arbeitgeber sitzt. Wenn du dann wartest, bis der Entwickler endlich mal bei dir ist und für dich arbeitet, dann dauert es aber, bis der Kunde sich wieder entscheidet, 2-3 Monate oder so. Und da hast du halt... Da muss ich aber nochmal reingrätschen, weil ich hatte auch ein paar Kunden in den letzten Jahren immer wieder, die meinten, ja... Oder auch Anfragen, die dann nicht meine Kunden wurden, weil es einfach nicht funktioniert hat oder nicht gepasst hat, die sagten, okay, wir sind jetzt hier also quasi zwei Leute in Deutschland oder vielleicht noch ein Freelancer oder ein Werkstudent oder irgendwas. Also wir sind auch so Low Budget unterwegs, also Gründer-Style, ja, machen Entwicklung, haben da irgendwie ein paar. Und also waren auch 2-3 Gründer. Ich glaube, das waren 2 so partnerschaftlich, den haben dann irgendwie ursprünglich halt in 1-2 Kunden halt einfach mit reingezogen, ihre GmbH, glaube ich, war das, und wollten aber jetzt auch endlich mal skalieren, ja, und haben auch festgestellt, in Deutschland ist es ein bisschen schwierig und so, ja, bauen wir uns halt mal ein paar Kontakte im Ausland auf und so, ne, und dann, als es dann in die Akquise ging, ist halt immer so, ne, bevor es überhaupt zum Deal kommt, ja, also wenn du dich hier verkaufst als Softwarebude, insbesondere zum größeren Kunden, dann will der insbesondere deine Leute auch mal kennenlernen, weil die haben ja teilweise auch Zugriff auf kritische Systeme und so weiter und so fort. Ja, also das Ganze ist ja manchmal mehr, manchmal weniger auch ein hoch sensibles Thema, was IT-Security betrifft und Onboarding. Die Personen, das muss stimmen, auch das muss menschlich stimmen. Das heißt, du musst ja teilweise dann auch integriert werden in ein bestehendes Team. Ja, die müssen sich auch verstehen können. Das heißt, die ersten 1-3 Wochen oder vielleicht noch länger sind dann auch gewollt, dass du quasi deine Leute auch vor Ort platzierst, beim Kunden direkt. Und ganz viele Sachen, die viele von den kleineren Softwareentwicklern, die sich skalieren wollen und auch andere Coachings machen und dort 20.000 Euro bezahlen für irgendwelche Werbetexten und so weiter, einfach gar nicht verstehen, nicht auf dem Radar haben. Ja. Weil sie einfach von der Realität, von der Praxis keine Ahnung haben, ja. Und halt irgendwelche Coachings buchen, da wo alle möglichen Coaches sind, die irgendwie von SEO zu Online-Marketing oder Gartenbaugestaltung oder sonst was machen. Und wenn du jetzt dich hinstellst und sagst, ja, ich bin super clever, ne? Also wir sind jetzt hier 2-3 Mann, aber ich verkaufe jetzt hier Software-Dienstleistungen zu guten Preisen und dann hole ich mir die Leute aus dem Ausland. Also es geht dann nicht, dass wenn du dann im Akquiseprozess sagst, ja, wir hätten hier 3-4 Leute, das würde gut dazu passen und so. Also Akquise ist manchmal schon hart genug und dann heißt es, ja gut, können wir uns die Leute mal anschauen. Und dann sagst du, ja klar, gerne. Wir müssen jetzt erstmal einen Antrag stellen beim Migration-Amt oder wie das da heißt, ja. Und spätestens in 4-5 Wochen haben wir dann das Visum, sobald wir den Auftrag bekommen. Nein, so rum funktioniert es dann meistens nicht. Ja, also das ist einfach nur mal, es ist vielleicht dann ein bisschen utopisch. Ja, aber das ist ein interessanter Punkt, aber das ist auch genau ein Punkt, warum halt trotz aller Preisvorteile oder und dergleichen das Nearshoring oder Offshoring halt auch nur in speziellen Fällen funktioniert. Also du hast immer noch den Standortvorteil, wenn du hier einen Entwickler hast, den du hierher ziehen kannst und der halt innerhalb von ein paar Tagen auch mal zur Verfügung steht und den du dem Kunden vorstellst und der Kunde kann mit dem in seiner Muttersprache idealerweise noch einen Kaffee trinken gehen und kriegt dann ein Gefühl dafür, und weil du es ansprichst, den Kandidaten vor oder den Mitarbeiter halt vorher kennenzulernen, da geht es nicht nur um irgendwelche Hoch-Security-Sachen, das geht einfach darum, kann der das, was eben der Dienstleister verspricht, wenn es da jetzt schon jahrelanges Vertrauensverhältnis mit dem Dienstleister gibt, dass er unbesehen die Leute zukauft, ist es eigentlich gang und gäbe, dass man sich die Leute vorher schon mal anschaut und dann müssen die halt auch da sein und verfügbar sein und
dann geht es halt auch nicht, dass du dann unter Umständen der noch überhaupt keinen Firmenaccount bei dir hat, weil der noch bei einem anderen Arbeitgeber auf der Payroll steht. Ja. Und wenn sowas halt rauskommt, da auch noch als Punkt, also kann man schon machen, da kann man auch ein bisschen, also könnte man machen, da kann man auch ein bisschen auf Risiko gehen. Aber wenn sowas halt rauskommt, ist es halt ein massiver Vertrauensverlust auch. Und da kann es halt auch wirklich sein, dass ein laufendes Ding dann wirklich gecuttet wird. Weil wenn dann der Auftraggeber zu dir sagt, okay, ich vertraue dir nicht, wo du deine Leute herkriegst oder wie du die Leute herkriegst, dann ist es ganz schnell eine ziemlich schlechte Stimmung. Und wie gesagt, ein Auftraggeber, der ein paar Millionen potenziell in dich investieren soll unter Umständen, der wird sich das halt zweimal überlegen, mit wem er da arbeitet. Ganz kurz, auch was viele unterschätzen oder auch durch diese ganzen Digitalisierung, durch die ganze Pandemiephase und alles ist jetzt nur noch irgendwie über Zoom und so weiter. Pandemie ist vorbei. Ja, ich habe heute wieder in der S-Bahn wieder so überproportional viele Leute gesehen, die eine Maske tragen. Wahrscheinlich hat wieder irgendwo, keine Ahnung, im Fernsehen wieder irgendwo jemand gewarnt oder was weiß der Kuckuck was. Ja. Aber de facto ist es vorbei, ja. Und versuchen wir uns mal zurückzuerinnern, vor dem Jahr 2020, ja, wie lief denn da B2B-Geschäft ab, ja, häufig eben auch noch mit Handschlagqualität und es ist halt so, dass du, besonders auch im Vertrieb und so weiter und viele, viele Unternehmer, die dich dann als Softwareentwickler oder Softwaredienstleister dann buchen sollen, sind extremst schlaue Leute, ja, manche mehr Techie, manche mehr wirtschaftlicher Schlag oder was auch immer, aber die sind teilweise, leiten die seit Jahrzehnten Teams von Hunderten von Leuten, ja. Besonders die interessanten großen Kunden. Das heißt, die wollen dich mehr sehen, dann auch wie zum Beispiel nur im Zoom, bevor die einen großen Deal mit dir machen. Das heißt, auch da ist immer eine ganz andere Wahrnehmung, vertrauensbildend, also und zwar in beide Richtungen, wenn du vor Ort bei denen dann bist. Ja? Und es gibt keinen größeren Deal, wo ich jemanden raten würde oder wo ich gesehen habe, dass wirklich zum Beispiel sowieso Rahmenverträge über 2-3 Jahre oder sowas, ne? Die irgendwie 700.000 Euro wert sind oder so, ja, mit Minimum, Mindestabnahme vielleicht sogar noch von 200 Manntagen oder irgendwas, was weiß ich, 200-300k Mindestabnahme im Jahr, ne, das, wo sich jeder Dienstleister träumt. Aber dass sowas passiert, so ein Deal über die Bühne geht, ohne dass du da mindestens 2-3 Mal vor Ort auch die besuchst oder dass die dich auch wirklich kennenlernen können mit ein paar Leuten von dir und so weiter, ist eher unwahrscheinlich, ja. Und im Zuge dessen auch nochmal, was total unterschätzt wird, ist die Regionalität, also die regionale Nähe. Ja, bei aller Digitalisierung und so weiter. Und wenn du eine große, namhafte Bude bist, ja, wenn du Accenture bist, dann ist es den Leuten teilweise auch egal, also dann bist du ja sowieso überall oder so, ja. Aber wenn du, gerade wenn du noch kleiner bist und dich kennt kein Mensch, du hast noch keinen richtigen Brand, dann wollen die Leute, oder das ist auch gleichzeitig, weißt du, jeder Nachteil ist ein Vorteil, ja. Dann kannst du es auch gleich für dich in der Akquise zum Beispiel nutzen, dass du eben auch erstmal dir Kunden suchst, die regional in deiner Nähe sind. Das funktioniert dann aber wiederum nicht so gut, wenn, sag mal, 90% deiner Leute irgendwo im Ausland sind. Ja, das heißt, ich würde das dann auch anders gewichten. Ich würde so zum Beispiel auch sagen, ja gut, ich fange erstmal hier an und wenn das läuft, dann kann ich immer noch Near Offshoring betreiben in einem Verhältnis 80-20 oder irgendwie sowas. Ja, aber letztendlich das auch mit berücksichtigen, auch im Zuge der Akquise, dass du sagst, okay, es ist manchmal ein echter Vorteil, also es spielt auf jeden Fall nicht gegen dich, sondern eher für dich, wenn du sagst, ich begrenze jetzt mal meine Akquise regional ein, sage ich alles nur im Umkreis von 2-3 Autostunden. Das ist so ein typischer Fall. Ja, ich hatte 2018 oder so, hatte ich da meinen Kunden hier aus München, der mit dem habe ich 1-2 Jahre zusammengearbeitet. Der hat mich beauftragt, Leads für ihn zu machen und zwar generell grundsätzlich uns nur erlaubt, Leads zu machen im Umkreis von 200-300 Kilometer. Ja, genau aus den Gründen. Das war also, wie gesagt, noch 2 Jahre vor der Pandemie. Aber das ist zum Beispiel auch ein sehr wichtiger Faktor und das spielt dann auch wieder mit dem mit rein, was gerade der Michael gesagt hat. Ja. Ja, also ich glaube, das Thema Nearshoring, Offshoring, das machen wir nochmal separat. Also mir ging es halt erstmal darum, Kundengewinnung, dass man da halt, wenn man jetzt nicht eh schon, also man hat eben das Problem, es ist eine Unsicherheit drin von einem halben Jahr, würde ich sagen, mindestens, wann ist eine Kraft verfügbar und da habe ich auf der anderen Seite eben die Unsicherheit, habe ich zu diesem Zeitpunkt auch das entsprechende Projekt für ihn.
Wenn ich das gelöst habe, umso besser. Dann ist halt immer noch, aber auch was man, weil generell das Thema ist ja vor allem die Finanzierung, die langfristige oder mittelfristige. Da habe ich immer noch das Problem, eben denen dann seinen Gehalt auch zu zahlen, weil was man dann eben auch nicht vergessen darf, also wenn man es hinkriegt, was echt eine Kunst ist, dass der gute neue Mitarbeiter ab Tag 1 Geld verdient. Selbst dann habe ich ja immer noch das Problem, dass wenn ich am Ende des Monats sein Gehalt überwiesen habe, das Geld vom Kunden ja immer noch nicht da ist und ich dann wahrscheinlich erstmal zum Ende des Monats dann eine Rechnung stelle, wenn ich nach Aufwand abrechne, monatlich. Wenn ich jetzt irgendwie ein Festpreisangebot habe, was dann irgendwie nach Milestones abgerechnet wird, die dann irgendwie in die Zukunft liegen, da wollte ich ja gar nicht erst anfangen. Aber wenn selbst in dem einfachsten Fall, ich verkaufe das Ding als Dienstleistung mit einer monatlichen Abrechnung zum Ende des Monats hin, dann schreibe ich am Monatsende, schreibt mein neuer geschätzter Kollege eben den Stundenzettel runter, wird eben vom Auftraggeber irgendwie abgezeichnet. Oder also wie es auch halt immer läuft. Und das geht dann bei dem in die Rechnungsabteilung. Das heißt, ich habe schon mindestens mal das eine Gehalt bezahlt von ihm und dann kommt es eben darauf an, wie so die Zahlungsfristen und auch die Zahlungsmoral des Kunden sind. Ich habe gemerkt, so in der letzten Zeit mit steigenden Zinsen ist das wieder so ein Stückchen nach hinten gerutscht, als die Minuszinsen waren und sie dann zum Teil Geld zahlen mussten, um das Geld zu parken, waren die Überweisungen immer ziemlich schnell durch. Jetzt kann es auch mal ein bisschen länger dauern, nicht bei allen, aber es gibt halt Kunden, da dauert es dann ein bisschen länger. Und da hast du unter Umständen, wenn du 30 Tage Zahlungsfrist hast, was ja auch nicht so unüblich ist, dann das Problem, dass das zweite Gehalt von deinem neuen Kollegen auch schon gezahlt werden muss, bevor überhaupt die Kohle vom Auftraggeber da ist. Und gerade wenn du frisch anfängst, sind solche Geschichten wie Factoring oder sowas, früher gab es da mal eine ziemlich coole Lösung, die gibt es leider nicht mehr mitbekommen aufsichtsrechtlichen Gründen, aber Factoring oder sowas kannst du da eigentlich auch schlecht machen. Das heißt, du stehst eigentlich mit zwei Rechnungen bzw. zwei Gehältern erstmal, die du vorfinanzieren musst. Und das ist das, ja, wo ich meinte eben mit der Rechnung, mit da geht es halt sehr schnell in entsprechende Summen. Also wenn du dann, wir haben über das Gehalt ja auch noch gar nicht wirklich geredet, also du kannst ja rechnen, dass ein Entwickler dich im Jahr, sag ich mal, so um die 100.000 Euro oder sowas kostet, plus minus irgendwie so 10.000 Euro. Also da ist dann auch eingerechnet die Lohnnebenkosten, die man mal so grob so 25% drauflegen kann aufs normale Bruttogehalt. Das heißt, es ist ja auch nicht damit getan, dass du dem das Brutto zahlst, sondern die Krankenkasse will ja auch noch deinen Unternehmeranteil dazu haben. Das teilst du dann mal durch deine 12 Monate noch ein bisschen extra für sonstige Ausgaben, die du hast, irgendwie Laptop, Abschreibung, keine Ahnung was obendrauf. Also sagen wir mal irgendwie so grob 10.000 im Monat. Das finanzierst du dann 2 Monate vor, das sind schon mal 20.000. Plus dann irgendwelche Vermittlungskosten, die du eventuell gezahlt hast. Da bist du sehr schnell in einem mittleren fünfstelligen Betrag drin, den du erstmal investieren musst, bevor dir der neue Kollege überhaupt mal den allerersten Euro rüberbringt. Potenziell, das, wie gesagt, es gibt ja so ein paar Möglichkeiten, wie du halt sparen kannst, also indem du halt dich selber um die Rekrutierung kümmerst. Wer wirklich im Vorteil ist, meiner Meinung nach, in dem Bereich, das hat an anderen Stellen auch Nachteile, aber wenn sich ein paar Kumpels zusammentun und gemeinsam gründen, dann haben sie halt da, sagen wir mal, prozentual die Problematik weniger, beziehungsweise haben halt da schon ein bisschen Startvorsprung durch die Multiplikation. Aber wenn du wirklich als Single-Freelancer da startest, dann sei dir halt bewusst, wirklich, dass es da eine lange Durststrecke gibt. Das ist erstmal so das rein Mathematische. Was dann auch noch dazu kommt, was man sich bewusst sein muss, ist, dass ein eingestellter Kollege normalerweise nicht die Elastizität mitbringt, die du als Freelancer hast. Was meine ich damit? Wenn du jetzt knapp bei Kasse bist als Freelancer und sagst, okay, ich brauche jetzt im nächsten Monat mehr Umsatz,
dann kannst du immer noch sagen, okay, ich suche mir noch einen kleinen Nebenjob als Freelancer und arbeite den halt irgendwann nachmittags, abends, nachts ab, praktisch nach meiner regulären Arbeit, dann kann ich da als Einzelkämpfer durchaus mal auch meinen Monatsumsatz von 10 auf 20.000 Euro pimpen. Also ich bin dann danach zwar ziemlich fertig und brauche dann erstmal ein paar Wochen Urlaub, aber ich kann damit einfach diese Lücken überbrücken. Ja, genau. Also so Durststrecken auch mal abarbeiten. Also oder wenn ich halt einfach schon weiß, also das letzte Monat ist schlecht gelaufen, ich will jetzt wieder aufholen, dann und ich habe die Chance zum Beispiel, dass mir jemand sagt, okay, kannst du das noch nebenher machen, dann kann ich das auch eben nebenher machen. Diese Chance hast du mit dem Festangestellten ganz, ganz wenig. Also wenn du jemanden hast, der noch motiviert ist, dann wird der vielleicht auch noch ein paar Überstunden dranhängen. Aber dass die Leute oder deine Mitarbeiter auf Dauer diese Flexibilität an den Tag legen, das würde ich auch nicht einplanen. Und das war so ein Aha-Erlebnis auch für mich, das wirklich zu merken, man läuft dann mit festangestellten Mitarbeitern viel mehr in so einem also so einem festgelegten Schema, als man es zuvor als Freelancer gemacht hat. Und da noch als Tipp, weil ich vorhin gemeint habe, wenn man ein funktionierendes Geschäftsmodell hat, dann ist es auch ein guter Startpunkt für die Skalierung, indem man das praktisch repliziert. Muss man halt schauen, inwieweit man sich bei diesem funktionierenden Geschäftsmodell schon selber vorher in die Tasche gelogen hat, in dem Sinne, dass ich halt viel mehr als meine 40 Stunden die Woche gearbeitet habe zum Beispiel, um meine 15.000 Euro zu bekommen, um bei deinem Beispiel zu bleiben. Also sprich, ist es denn wirklich so skalierfähig? Oder also habe ich meine, keine Ahnung, 160 Stunden im Monat gearbeitet, 1.500 im Jahr ungefähr und damit eben den Umsatz gemacht? Oder habe ich in Wirklichkeit vielleicht, keine Ahnung, 2000 Stunden im Jahr gearbeitet und hatte damit das gute Auskommen, weil das kann ich nicht so leicht skalieren, eben wegen dieser fehlenden Elastizität. Das wird dann nach der Skalierung werden es eben nicht 200% sein, sondern vielleicht nur 150% von der jetzigen Leistung, aber mit 200% Kosten. Und das sind halt so Dinge, die muss man sich halt auch wirklich, dessen muss man sich bewusst sein. Ja, das ist ein absolut strategischer und bedeutungsvoller Punkt, den gerade der Michael hier gesagt hat. Das werde ich nochmal rauscutten und ich weiß nicht, auf dem Short packen und dann da 10.000 Euro Werbebudget draufpacken, weil ich denke, dass das einfach über auch, sorry, und ich bin wirklich offen für alles, und aber ich habe halt einfach die Erfahrung in den letzten 2-3 Jahren gemacht, auch bei Masterminds und anderen Coachings und so weiter, wo ich auch versucht habe, mich weiterzubilden, dass eben viele, besonders die am Anfang stehen, also quasi Solopreneure, ja, ob die jetzt eine GmbH haben oder nicht, ja, das ist ja nur ein rein technischer Faktor, wie du dich quasi abrechnest oder auch quasi dann, ja. Also viele sind eine Personenmarke, Freelancer, haben dann irgendwie trotzdem irgendwo eine GmbH, die sie gar nicht im Vordergrund haben. Es gibt ja unterschiedliche Konstellationen, aber letztendlich dieser Faktor, und es wird da draußen quasi rausposaunt, mach Paketpreise, also rechne, produktisier dich oder produktivier dich, ja, und Festpreise, 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 weil so kannst du dich am besten skalieren, ja. Die Frage ist halt, ist das wirklich immer der Fall? Und wenn du dich da verschätzt, dann bist du halt in, sozusagen, dann hast du per Definition eine Skalierungsbremse. Also genau das Gegenteil von dem, was du eigentlich möchtest, ja. Du lernst also in diesen Coachings, die teilweise die Staffelungen sind, glaube ich, 5.000, 20.000 und dann 36.000 und dann irgendwie noch mehr 1.000 und so weiter, reines Coaching, ja, wo du als Softwareentwickler lernen sollst, ich jetzt von anderen Coachings, ja, unsere Coachings sind natürlich nicht ganz so günstig, ich meine, das, wo du als Entwickler lernen sollst, ja, dass du also quasi deine Dienstleistungen, die du eigentlich so per Definition, per Stunde, jetzt über Vermittler oder was auch immer als Freelancer halt per Stunde halt abrechnest, ja, mit einem Zeittracker und so weiter, dass du da eben rauskommst, indem du dich produktisierst, deine Dienstleistung. Also du sagst jetzt zum Beispiel, okay, ich mache diesen Job und dafür will ich 20.000. Ich mache diesen Job, dafür will ich 50.000. Ich mache diesen Job. Und das ist letztendlich nicht die Schwierigkeit, weil viele Unternehmer oder schlaue Unternehmer genau das wollen, weil sie genau wissen, okay, hier sitze ich in der Regel am längeren Hebel, weil in allermeisten Fällen
wird sich hier zugunsten des Auftraggebers verschätzt und nicht umgekehrt. Ja. Es sei denn, du bist irgendwo, dass du, keine Ahnung, ich weiß nicht, so mikroskopisch kleine Sachen programmierst, wo wirklich so total überschaubar ist, dass du genau, wie zum Beispiel das typische, also das banalste Beispiel ist, in Webagenturen, die WordPress-Webseiten verscherbeln für, keine Ahnung, Zahnärzte. Ja, und jeder Zahnarzt mehr oder weniger ist das Gleiche und so weiter. Ne? Und dann machen die da einen Festpreis oder irgendwie sowas. Aber selbst da, ne? Also wenn irgendwie du jetzt einen neuen Grafiker hast, der irgendwie, den du nicht richtig einschätzen konntest, bumm, zack, bang, zahlst du drauf, ja. Und das ist eben so unfassbar wichtig. Und selbst wenn du, vorausgesetzt es funktioniert, und selbst wenn du es ein paar Mal hinbekommen hast, dass du über eine produktisierte Dienstleistung als Softwareentwickler dich super hebeln konntest. Das heißt, du hast ja dann in deinem stillen Kämmerchen einen Stundenlohn von 500 Euro, ja, gibt ja so ein Werbespruch, 500 Euro Freelancer, ja, oh mein Gott, und dann gehe ich die Kaufingerstraße in München runter und jeder erkennt mich als den Coach für die 500 Euro Freelancer, ja. Überleg dir mal, wie realistisch ist es und funktioniert das wirklich, ja. Und selbst wenn du es mal geschafft haben solltest, dich so krass zu hebeln, indem du einen festen Preis verkaufst, dass du 300, 400 Euro pro Stunde am Ende dann rauskalkulierst, wie realistisch ist es, dass du das quasi dann auf andere Personen projizierst, also fremde Leute, die du einstellst, ja, und das ist eben genau das, was der Michael gesagt hat, also vielleicht der wichtigste Punkt von dem ganzen Video oder von meinem kompletten YouTube-Kanal, weil es eben so stark draußen versucht wird, Leuten reinzucoachen für viel Geld und die das dann machen und es funktioniert einfach nicht. Ja, ich glaube, dieses Produktivierungsthema, das sollte man nochmal in einem separaten Video nochmal durchkauen, weil da gibt es auch noch eine ganze Reihe dazu sagen. Also mir ging es jetzt eher eigentlich darum, dass du eben da nicht diese, dass du da sehr viel auf mit zusätzlichen Mitarbeitern bist du halt sehr viel stärker auf einem vorbereiteten Schienenweg unterwegs und da halt hast du nicht diese Flexibilität, die du eigentlich als Freelancer, als Einzelkämpfer einfach hast. Und auch einfach nur mal so als Rechenbeispiel, irgendwann ist halt auch das größte Projekt vorbei und es ist das Wesen eines externen Mitarbeiters, dass der auch irgendwann wieder geht. Und da muss man sich halt auch wirklich bewusst sein, da kann es halt mal sein, dass das Anschlussprojekt halt nicht direkt den nächsten Tag dann irgendwie losgeht, sondern halt mal einen Monat auf sich warten lässt oder der gute Mann 2 Monate Leerlauf hat und dann kann es halt auch sein, dass da mal 2 Monate eben kein Cashflow reinkommt und da muss man sich halt überlegen, wie viel kriege ich für den, und da muss ich mir halt überlegen, also wenn er jetzt dann 2 Monate lang nicht unmittelbar dann das Geld bekommt, wie viel das dann eben ausmacht. Also wenn der dann eben, wir haben vorhin mal so rein kalkulatorisch 2000 Euro pro Monat und Entwickler angesetzt, also ist vielleicht ein kleines bisschen hochgegriffen, aber es ist durchaus im realistischen Bereich. Das sind jetzt mal 20.000 Euro, das geht von meiner jährlichen Marge dann auch schon weg und da kommt es halt dann wirklich darauf an, wie viel verdiene ich mit dem guten Mann und dass es halt dann auch rentabel bleibt, mal dazu, dass ich es halt vorfinanzieren muss auch. Da ist natürlich, muss man halt dann schauen, dass man diese 2 Monate die Leute oder den jeweiligen Mitarbeiter halt dann so beschäftigt, dass er dann eben nicht irgendwie praktisch als Vollausfall in den Büchern dann drin steht, sondern man halt irgendwelche Seitenprojekte macht, die halt dann nicht so wichtig sind, aber dass man dann den komplett auslastet in dieser Wartezeit zwischendrin, das muss man halt auch damit rechnen, dass das nicht immer so funktioniert. Genau, also kostet viel. Wie gesagt, auf der anderen Seite, man hat, denke ich mal, durchaus, wenn man ein gutes Team in Deutschland, in Österreich irgendwie auch hat, das dann auch vor Ort sein kann, zum Kunden gehen kann, hat man, glaube ich, da schon auch einen Stellenwert beim Kunden. Und da kann sich's schon auch rentieren. Also man muss, ich finde das auch ein durchaus valides und tragfähiges Geschäftsmodell. Es ist halt nicht so, dass man da einfach seine GmbH anmeldet, dann die Kunden Schlange stehen und man dann eigentlich nur noch die 500 oder 200 Euro Scheine zählen kann, sondern es ist halt trotzdem mit einem Haufen Kapitaleinsatz verbunden und drum rentiert sich's ja auch relativ gut, weil es halt nicht jeder machen kann. Also wenn es ein Geschäftsmodell wäre, wo jeder mit ein paar tausend Euro Invest irgendwie ein paar hunderttausend Euro im Jahr rauszieht, soweit funktioniert unsere Marktwirtschaft halt schon noch, dass sich das dann ziemlich schnell wieder einpendeln würde. Von daher
Es ist ein interessantes Thema. Man muss sich dessen halt bewusst sein, dass man da schon ordentlich Luft braucht und auch irgendwie flexibel sein muss und da vielleicht irgendwie Wege finden muss, entsprechende Kosten zu sparen beziehungsweise halt da auch langsam zu wachsen. Also ich habe es gesagt, so eine Entwicklung von einem Werkstudenten dauert halt 2, 3, 4 Jahre, kann aber halt auch sein, dass sich das rentiert, weil der vielleicht dann schon in diesen 2, 3, 4 Jahren, der kostet da nicht so viel nebenher, den kann man vielleicht auch querfinanzieren und dann kannst du ihn in diesen 2, 3, 4 Jahren schon mal irgendwo bei einem Kunden auch platzieren, der den auch noch ein bisschen weiter behält, wenn der dann raus und voll drin ist. Also das ist jetzt zum Beispiel so ein Weg, wie man so ein bisschen langsameres und langgestreckteres Wachstum erreichen kann. Ansonsten, wie du es auch gemacht hast, halt das Recruiting halt mehr bei sich im Haus machen, muss man sich dessen bewusst sein, dass es halt echt ein Zeitaufwand ist. Aber da eben, wie angesprochen, mehr Elastizität, Flexibilität, das kann man auch mal abends und nachts machen, sich die Lebensläufe anzuschauen, die Interviews dann halt am Tag, aber zumindest mal den ersten Schritt des Aussortierens wird halt, kann man da vielleicht ein bisschen noch selber mit abfangen. Mhm. Ja, ganz großer Vorteil ist natürlich auch, dass es am Anfang einfach so eine Lernkurve auch ist, ne? Wenn der große Vorteil, wenn du das Recruiting von der ersten Sekunde an selber in-house machst oder sogar selber als Geschäftsführer mal eine Zeit lang machst, dann und du hast dann mal so den 200. oder 300. Interview gehabt, dann werden natürlich die Lebensläufe, die du noch in Erwägung ziehst, auch immer weniger. Ne? Also ich bin jetzt mittlerweile so, dass ich dann mich in meinen Recruiting-Account, in mein Jobportal irgendwie einlogge und einfach nur kurz durch, was sind heute für neue Lebensläufe gekommen, löschen. Ja? Also letztendlich, da befasse ich mich dann schon gar nicht mehr damit. Und das ist natürlich auch eine Lernkurve und da wirst du natürlich auch immer besser dran. Ne? Und der große Vorteil ist, dass du dir dadurch auch ein sehr nennenswerten Skill auch angeeignet hast. Aber ja, letztendlich sind es Leute, die dann irgendwann mal für dich arbeiten sollen. Okay, und du solltest als Geschäftsführer grundsätzlich die wichtigsten Dinge in deinem Unternehmen alle mal selber gemacht haben, bevor du sie auslagerst oder outsourcest. Aber natürlich gibt es dann einige Punkte, da ist es dann nicht möglich. Man kann auch nicht wirklich alles wissen. Also es gibt immer, deswegen auch nochmal, was du vorhin erwähnt hast, richtig durchzustarten, ohne Partner, also als Single-Unternehmer, die meisten, die wirklich super erfolgreich geworden sind, waren immer zu zweit oder sogar zu dritt. Manchmal etwas früher, manchmal etwas später, nicht von der ersten Sekunde an, aber dann letztlich später. Und ich habe auch, wir reden jetzt von 2004, 5, 6 und so weiter, wo ich viele Agenturen damals, war so die Startup-Kultur im Online-Marketing, also manche, vielleicht wenn du jetzt zuschaust und bist 20, dann warst du noch gar nicht im Leben. Aber und da sind ja die ganzen Online-Marketing-Agenturen hier hochgepoppt, ja. So ein bisschen zeitverzögert zum US-Markt, so ein paar Jahre. Ne? Das war so die Zeit, wo Deutschland immer so 2, 3 Jahre hinten dran war, alles was Online-Marketing betrifft. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und das waren immer meistens zwei Gründer. Der eine war immer aus dem Vertrieb und der andere war immer irgendwie technisch. Und dann kam noch meistens immer nach einer gewissen Zeit, wenn man so 6-, 7-stellig im Jahr dann war, kam immer noch ein Dritter dazu. Und der war meistens dann der CFO. Ne? Also es war immer so ein Dreiegespann. Der eine die ganzen Zahlen, der andere das ganze Vertrieb und dann der Dritte irgendwie das ganze Technische. Ne? Und das ist also auch nichts Neues, kein Hexenwert. Das ist schon seit 20 Jahren und länger. Dann häufig die Erfolgreichen. Und viele von den Agenturen von damals, das hat keine 5 Jahre gedauert, dann haben die ein bisschen skaliert und haben sich dann halt an irgendeine von den großen, von denen ist jetzt heute keine mehr selbstständig, die sind alle verkauft worden, haben sich dann gesund gestoßen, ja, und die damaligen Gründer sind jetzt einfach dann ganz normale Angestellte beziehungsweise Geschäftsführer dieser ehemaligen gegründeten GmbH und kriegen ihr Gehalt und haben halt den Laden halt verkauft und sind halt jetzt Teil eines großen Konzerns, wie zum Beispiel Publicis oder wie sie da alle heißen, M3net oder wie, also die ganz großen Agenturen halt da die Milliarden machen. Und das gleiche, der gleiche Prozess war eine sehr starke Phase der Konsolidierung oder der Aufkäufe, der Übernahmen, was jetzt zum Beispiel die SAP CX Branche betrifft in den letzten 5 Jahren sowas. Also ich glaube 80% aller Agenturen, die irgendwie so zwischen 5 und 50 Millionen gemacht haben, sind irgendwie übernommen worden, ja, von großen.
Okay, also das ist zum Beispiel auch, könnte auch eine Strategie sein, wenn du jetzt eine Vision zumindest, na, dass du eben hochskalierst, ein paar Jahre richtig Gas gibst, auch die Durchstrecke überwindest, auch entsprechend Kapital investierst, und nicht nur 20k, sondern vielleicht eher 50 oder 100 oder 150, bis du dann mal ein bisschen Revenue siehst, aber dann halt eben auch eine Bude hast, irgendwann mal, die 50 oder 100 Mitarbeiter hat, und dann kannst du die letztendlich an einen von den ganz Großen dann eben dort verkaufen und dann ja entsprechend ja sozusagen a made man, ja, also das ist durchaus auch eine Strategie, die sehr häufig angewendet wird. Okay, so, also ich möchte jetzt einfach mal das sozusagen diesen Dreiteiler, der jetzt daraus geworden ist, ja, dieses Thema, die verflixte 7, warum viele Startup im Bereich Startup-Unternehmer oder Freelancer eben scheitern, mit der Skalierung mal beenden, und ich denke, da waren sehr, sehr wertvolle Dinge dabei. Schauen wir einfach mal bei unserem Skalierungstraining vorbei, ne? Und also es ist wirklich sehr viel Bang for Buck, kann ich erstmal sagen, und wenn du dich interessierst, zum Beispiel bei uns, was Vertrieb und Marketing betrifft, für eine direkte Zusammenarbeit, einfach dir ein Terminchen holen, ja, und dann schauen wir mal, ob wir da zusammenkommen. Ansonsten begrüße ich dich sehr gerne wieder auf unserem YouTube-Kanal und gib dem Video einen Daumen hoch oder kommentiere, gib uns gerne Feedback, ja, also wir sind da komplett offen, ja, wir sind komplett Kritik offen, wir sind sogar dankbar für Kritik, weil wir wissen, dadurch werden wir immer besser. Und ja, also können jetzt nicht zu diesen Coaches oder zu diesen Consultants, die wir uns hinstellen und sagen, hey, wir sind die Nummer eins am Markt und alles, was wir sagen, wird genau eins zu eins umgesetzt und am besten halt die Fresse, wenn du nicht unserer Meinung bist und so weiter. Da gibt es ja auch einige, die das sagen. Also okay. Ja, zum Abschließen noch, es ist eigentlich trotz aller, weil dieses Video läuft ja letztendlich unter den Faktoren, ja, verflixte 7, also 7 Faktoren, und heute haben wir nur mal ein paar angesprochen. 3 waren es, glaube ich, die einfach um Leuten aus unserer Erfahrung heraus zu helfen, ja, wie sie es eben besser machen können oder was auf sie zukommen könnte. Das heißt aber nicht, dass wenn du es schaffst oder wenn du so ein bisschen, selbst nur ein bisschen skalierst, ja, hast natürlich in absolut Leben in Freiheit, ne? Also dir sagt niemand, wann du wo zu sein hast oder was. Ja, du kannst dir am Ende dann auch Kunden aussuchen. Du musst dann nicht mit jedem Kunden arbeiten. Du arbeitest aufgrund da sozusagen, selbst wenn du schläfst, verdienst du Geld. Ja, wenn du dich jetzt eine Stunde hinlegen würdest, mitten am Tag, wird trotzdem Geld verdient, weil eben andere Leute für dich arbeiten. Also das sind so das sind dann die Früchte, die du natürlich dann irgendwann erntest. Und das ist auch der Grund, warum wir die meisten zumindest eben diesen Weg gehen wollen. Aber es bedeutet nicht, dass dein Leben bequemer wird. Ja, viele verwechseln halt auch Bequemlichkeit mit Werten wie Freiheit, ja, oder mehr Geld verdienen und solche Sachen. Ja, also da musst du dann schon noch ein ganzes Stück weitergehen, bis du dann mal eine Bude hast, die 20, 30, 40, 50 Millionen Euro wert macht und hoffentlich dann so gut durchoptimiert ist, dass sie dann mit einem Faktor von 2 bis 3 bewertet wird, und dann kannst du die verkaufen und dann hast du eventuell eine achtstellige Summe auf deinem Konto. Ja, aber der Weg, der dauert ein bisschen, kann 5 Jahre dauern, kann auch 10 Jahre dauern. Ja, und auf dem Weg dahin begleiten wir natürlich, soweit es uns möglich ist. Und in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ein letztes Wort. Nee, passt, alles klar. Bis dann. Okay, ciao. Ciao.